650 Milliarden Euro. So viel muss der Staat wohl zur Krisenbekämpfung ausgeben, sagt das Wirtschaftsinstitut IW. Und das alles auf Pump und bei weniger Steuereinnahmen. Viele sehen da nur zwei Möglichkeiten. Die nächste Regierung muss entweder Steuern und Sozialabgaben erhöhen oder sich von der Schuldenbremse verabschieden und die Löcher mit Schulden stopfen. Wenn gerade eine Konjunktur wieder wächst, da kann man nicht mit Steuererhöhungen oder Sozialabgabenerhöhungen versuchen, die Konjunktur wieder abzumehren. Wir brauchen dann zuerst mal auch Ruhe, damit die Konjunktur wieder wächst. Ich weiß, gerade jetzt im Bundestagswahlkampf, da ist der eine oder andere Anhänger der Staatswirtschaft aus ideologischen Gründen gar nicht Steuern erhöhen würde, aber die bringen nicht sehr viel. Wir sollten es so machen wie andere Länder auch, selbst die USA, die EZB, die Notenbank zunächst mal die Zeche zahlen lassen und dann später schauen, wo wir sind. Denn wir werden auch in den nächsten Jahren nicht ohne Hilfe neuer Schulden und der EZB unsere Wirtschaft, die ja auch modernisiert werden muss, auf Vordermann bringen. Unterdessen kämpft der DAX mit der Marke von 15.000 Punkten. Die Corona-Gewinner sind momentan die Verlierer. Außerdem schauen wir auf Gold und wir haben wieder zwei Top-Empfehlungen, AT&T und Daimler. Das alles jetzt bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch, herzlich willkommen. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Markets X, ein Partner der Finance School of Trading. Kommen wir gerade in eine saisonale Schwächephase. Immerhin sind die Sommermonate tendenziell nicht so gute Börsenmonate. Ja, was bewegt den DAX, während das ZDW-Konjunkturbarometer gerade auf einem 20-Jahres-Hoch steht? Wenn die Konjunktur so stark anspringt, von den Wachstumsraten ja so stark wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr, also ein Jahr nach dem Zweiten Weltkrieg weltwirtschaftlich betrachtet, dann muss die Inflation auch kommen. Sie kommt auch sicherlich, weil natürlich hier sehr viel Kaufkraft auf einmal in die Wirtschaft strömt. Und dann ist natürlich die große Angst, dass das alte Motto gilt, heute Inflation, morgen Zinserhöhung, übermorgen schwache Aktienmärkte. Weil wir ja wissen, seit 2009 ist ja das Zauberelixier, wie bei Asterix und Obelix, eben das billige Geld, das die Märkte massiv nach oben getragen hat. Ich glaube aber, wir müssen uns keine große Angst machen. Wir sehen zwar diesen Inflationsberg, aber er wird da hinten ja wieder abflachen. Das sagt ja auch fast jeden Tag unsere Notenbank, die EZB. Und wichtig ist natürlich auch, dass die Notenbanken ja Zusatzaufgaben haben. Das heißt, sie müssen dafür sorgen, dass die Schuldentragfähigkeit weiterhin zu leisten ist. Wie will man das leisten, wenn die Zinsen steigen? Wir müssen ja auch Europa zusammenhalten mit billigem Geld. Das ist ja das, was ja auch im Augenblick finanziert wird. Und natürlich auch drittens eindeutig, wir müssen ja auch das moderne Europa schaffen mit grünem Umbau der Volkswirtschaft, dass wir die Digitalisierung, dass wir das nachholen, was wir ja versäumt haben, Infrastruktur, es kostet alles Geld. Also kann die Notenbank nicht wirklich restriktiv werden. Und das darf ich auch noch sagen. Eine Notenbank hat auch sicherlich kein Problem damit im Augenblick oder generell Politiker, wenn die Inflation kommt. Denn wenn sie höher ist als die Kreditzinsen, die ein Staat zahlen muss, entschuldet sich eine Volkswirtschaft, in dem Falle eben auch Europa und Amerika. Wer wollte da was gegen haben? Das heißt, ich sehe nicht, dass die Zinsangst länger am Aktienmarkt negativ dann trifft. Das müssen wir jetzt mal ein bisschen gewichten, diese Inflationsangst. Aber ich denke, über den Sommer wird sich das auswachsen. Wir schauen gleich auf Gold. Jetzt aber erst einmal gucken wir auf Bildungsangebote. Die Bildungsangebote der Finance School of Trading sind jetzt für euch online. Börsenausbildungen, Börsenbriefe und Handelssignale. Registriert euch einfach kostenfrei und ab einer Kontogröße von 2000 Euro könnt ihr die Förderung beantragen. Dann gibt es zum Beispiel die Trading-Ausbildung von André Stagge für 3 Monate kostenlos oder den Börsenbrief Aktien für alle von Mick Knauf für ein ganzes Jahr. Die Anmeldung und alle Infos zu den Bildungsangeboten findet ihr unter financeschool.de. HelloFresh, Delivery Hero, Zalando. Sie alle haben zwei Dinge gemeinsam. Sie gehören zu den Krisengewinnern, haben aber in dieser Woche kräftig verloren. Ja, auch im Aktienmarkt gilt nichts
wächst als Baum in den Himmel. Das waren natürlich dann Sonderkonjunkturen. Man konnte nicht ins Restaurant gehen, man hat bestellt. Das war natürlich eine sensationelle Situation. Also quasi wie eine goldgerendertes Szenario. Aber jetzt wissen wir natürlich, die Wirtschaft wird mehr und mehr aufmachen. Das werden wir auch in Deutschland erleben, weil immer mehr Menschen geimpft sind. Und dann kann man wieder in die Restaurants gehen. Dann kann man wieder Geld ausgeben für andere Zwecke. Und dann wird man sehen, dass natürlich dann die Corona-Gewinner etwas zurückgestuft werden zugunsten von zum Beispiel zyklischen Werten oder Klimawerten oder auch zum Beispiel den gefallenen Engeln, ja, denen die Flügel gestutzt wurden wegen Corona, also Flughafenbetreiber, Fluglinien auch Touristikunternehmen, denen wachsen dann wieder Flügel. Man stellt sich vor, ein Flughafenbetreiber, wenn mehr geflogen wird, da kommt ja da wirklich, kommen richtig Skaleneffekte rein. Oder ein Touristikunternehmen, wenn da mehr gebucht wird, ja, die kommen ja quasi von 0 dann auf 100. Die muss man dann haben. Also man muss auch in dieser saisonal schwachen Zeit aufpassen. Gold ist momentan auf ein 3-Monats-Hoch gestiegen. Gehört das Edelmetall zur Beimischung ins Depot? Ich sehe mich selbst auch immer, ich sag mal, als zumindest gedanklich als Verwandter von Onkel Dagobert mit seinem Dukatenspeicher. Gold verliert ja nie seinen Glanz, im wahrsten Sinne des Wortes. Gold hat eine Werterhaltungsfunktion, wird nie schlecht, ist also das treueste Sachkapital, das man sich vorstellen kann. Speichert auch Vermögen, das ist ja auch sehr wichtig. Und wenn ich mir anschaue, dass die Notenbanken, die ja eigentlich eine Geldschwemme wie noch nie produzieren, gleichzeitig massiv Gold kaufen, hat der Gold einen extrem großen Freund. Gerade in Asien, wo man ja versucht, ein bisschen aus der Staatspapierabhängigkeit der Amerikaner herauszukommen. Also von daher sollte jeder bis 10% seines liquiden Vermögens durchaus darüber nachdenken, Gold zu haben. Und wenn man sich auch ansieht, dass ja nach wie vor geopolitische Risiken vorhanden sind, die Überschuldung haben wir, ist ja schon der Klassiker. Es gibt keine vernünftigen Zinsen. Das frühe Argument, Gold liefert keine Zinsen, hat sich ja mittlerweile dann erübrigt, weil er auch logischerweise im Zinsbereich es keine Jungen gibt, kein Bevölkerungswachstum, um beim Beispiel zu bleiben. Ja, also von daher muss man sich ganz klar auch ein bisschen in Gold engagieren. Es ist einfach so, nochmal, der Zinsmarkt ist ja mindestens nach der Inflation völlig uninteressant. Was nutzt es mir denn, wenn die Renditen ein bisschen steigen, wenn gleichzeitig eben dann auch die Inflation noch stärker steigt? Zinspapiere bleiben eins, so unattraktiv wie Küssen mit Mundgeruch, so muss man sagen. Und wir schauen auf die Top-Empfehlungen. Der Telekommunikationsanbieter AT&T befindet sich in der heißen Phase eines langwierigen Bodenbildungsprozesses. Widerstände konnten zuletzt aus dem Weg geräumt werden. Ein letzter steht noch bevor, bis es zu einem regelrechten Kaufsignal auf mittelfristiger Basis kommen könnte. Die Analysten sehen hier eine Longchance. Noch baut AT&T im Bereich zwischen 31,88 und 33,22 US-Dollar an dem für ein mittelfristiges Kaufsignal notwendigen Ausbruch. Oberhalb dessen werden im Anschluss weitere Zugewinne zunächst in den Bereich von 34,30 Dollar und darüber hinaus sogar an 36,35 Dollar wahrscheinlich. Seit Mitte März letzten Jahres wird bei der Daimler-Aktie eine regelrechte Rallye abgespielt. Infolgedessen konnte der Wert knapp über die Höchststände aus 2018 von 76,36 Euro zulegen. Allerdings wurde dieser Bereich bereits zuvor als markanter Widerstand identifiziert und sorgte in den letzten Wochen für deutliche Abschläge. Eine gesunde Korrektur wäre bei dieser Aktie jetzt nicht ungewöhnlich, sondern würde sogar Druck vom Kessel nehmen. Die Analysten der Tradinghouse Börsenakademie sehen hier eine Short-Chance. Der äußerst steile Anstieg der letzten Monate dürfte für die Daimler-Aktie nicht folgenlos bleiben. Abschläge auf womöglich noch 60 Euro könnten in den nächsten Wochen in dem Wertpapier dominieren. Hierzu könnten dann entsprechende Short-Positionen auf das Daimler-Papier zum Einsatz kommen. Allerdings sollte ein derartiges Investment in einem intakten Aufwärtstrend immer mit Vorsicht genossen werden. Schnell könnte die Korrektur wieder in steigende Notierungen umgemünzt werden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, kommentiert und postet. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch. Happy Friday. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Markets X,
ein Partner der Finance School of Trading.